Jo Leute, was geht? Alien Isolation geht weiter. Und ja, ich würde jetzt auch mal sagen, fangen wir doch gleich mal an. Also machen wir uns doch erstmal gemütlich. Headphones auf den Kopf. Und ich würde mal sagen, legen wir los. Ich starte die Aufnahme jetzt. So, laden wir den letzten Spielstand. Oder den aktuellen, weil ich habe noch keinen anderen angefangen. Und ich hoffe, ihr seht mein Face gut genug. Es ist eigentlich hell eingestellt. Gut, ich habe die Cap jetzt vorrum. Also so lauf. Ja. Es sollte hell genug sein. Ich habe das hellste Licht eingestellt, was es auch immer gibt in meinem Zimmer. Jo. Danke. Du hast mein Spiel getappt. Dafür danke ich dir sehr. Ach du Scheiße. Irgendwer hat die Maus ein bisschen zu empfindlich eingestellt. Und ich glaube, what the fuck, war ich das selbst gerade mit meiner Maus? Scheiß drauf. So, ja. Wie gesagt, ich hasse es auch immer wieder. Sondern dieses Dum-Dum. Oh. Hallo. Ich hab's auf jeden Fall plumpsen gehört und das gefällt mir echt überhaupt nicht. Ach so, scheiße, das geht ja so. Gott. Mein Herz geht schon wieder doppelt und dreifach auf Puls 100. What the fuck? Okay. Hallo. Ich gehe da mal weiter und aus dem Licht. Da ist das Alien. Oh fuck, Alter. Ich versuche da vorne in den Lüftungsschacht zu kommen. Ich will einfach nur weg hier. Fuck, Alter. So. Gibt es keinen Lüftungsschacht? Hier fühle ich mich absolut sicher. So. Was mich aber gerade ein bisschen nervös macht, ist... Na, Inventar voll, fick dich. Ah, fuck. Falsche Taste. Q muss ich drücken. Dass das Alien auf jeden Fall schon aktiv ist. Das nervt mich gerade ein bisschen. So, aber jetzt erstmal da abgucken, wo geht es weiter und bitte lass es nicht so sein, dass ich doch wirklich da unten hin muss. Oh nein. Wie soll ich denn dann an einem Alien vorbeigehen? Das ist ein Albtraum. So. Hab ich doch. Klettern mit E. Vielleicht ist es ja mittlerweile wieder verschwunden. Oh, ich habe so diesen Tick. Ich denke, wenn ich um die Ecke... Oh, fuck, da ist das Alien. Also gut, es ist da oben. Ich muss hier unten hin. So, bitte lass es schnell gehen. Oh, ich bin gerade blöd. Jawohl.
Hier. Und da. Danke, lass mich bitte rein. Oh fuck, da kommt das Alien. Ja, lauf auf mich zu. Danke. Hi. Und bei... Yo! Okay, das erste Mal durch das Alien gestorben. Ich habe gedacht, ich kann da irgendwie durchgehen. Eigentlich müsste ich doch da durch. Naja. Einfach mal weitergehen. Ich weiß jetzt, dass das Alien da ist und mich nicht verfolgt. What the fuck? Also say hello to me, my friend. And let's go, Super Mario. So, also jetzt nochmal ganz grob und ganz einfach geguckt. Wo muss ich hin? So, wir sind jetzt hier oben und dann müsste ich wieder zurück in diese Hauptlobby. Okay, warte ich mal wieder, bis ich in der Hauptlobby bin, damit ich eine andere Karte habe. Ich glaube, das war die falsche Karte. So. Natürlich muss ich mich erst wieder reinhacken. So. Uno, due. Wo ist Nummer 3? Ah, da. Nummer 3. Hat geklappt. Funktioniert. Sitzt, rutscht. So, wenn ich gerade öffne, macht das Alien sich nicht weiter. Hacken Sie den Aufzug zu Secret Communications. Yo, das habe ich doch getan. Duf, 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 duf. Ich vermute jetzt mal ganz stark. Es ist hier hochgelaufen auf dem ersten. Oh, gucken, wo ist es? Say what? Ich sehe es nicht. Wo ist es denn? Aber ich höre es laufen. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt während dem Hacken auch getötet werden kann. Das werden wir wahrscheinlich bald mal herausfinden. The next one is dead. Danke, lass mich rein. So. Oh, danke. Yo. Ich hätte nur auf den scheiß Knopf drücken müssen. No. Auf diesen Kack-fucking-Knopf hätte ich drücken müssen. Nur auf diesen Kack-fucking-Knopf. Und dann hätte mich das Alien nicht zu Tode erschreckt, so wie es jetzt eigentlich... Ding Dong! Willkommen bei Seeks and Communications. Gott, war es laut. Bitte nehmen Sie sich an der Rezeption an. Hi! Okay... Hallo, mein Name ist Ripley, Amanda Ripley. Ich brauche Ihre Hilfe. Bitte nehmen Sie Platz, es wird sicher gleich jemand bei Ihnen sein. Alles klar! Motherfucker! Androiden. So, was ist das? Ich kann irgendwas neu verkabeln. Ja super, was bringt mir das jetzt? Ich weiß noch nicht mal, was ich neu verkabeln muss. Ach, scheiß drauf, einfach mal drauf zugreifen. Gucken, was man verkabeln kann. Hallo. Luftreinigung. Ja, die ist aktiv. Das ist doch... Oh, Türzugriff. Ja, dann schalten wir das doch mal aktiv, ne? Ja, nein, halt, nee. Hä? Ah! Auf unsere Klinis ist Verlass. Immer verfügbar, immer hilfsbereit, immer für Sie da. Irgendwie habe ich es doch von... Nicht blöd. Keine simulierten Emotionen, keine lebensechten Eigenschaften. Ah! Ich brauche Stromreserven. So, jetzt cool zurück. Jetzt irgendwie Zugriff auf eine Tür oder so? Ja, ist ja klar. Ja, ich mag dich auch. Gott, bist du hässlich. Ah, diese Tür. Alles klar.
zum Verstecken halten, aber es ist kein Alien da. Zum Glück, Gott sei Dank. Oh, lass mich doch in Ruhe. So. Da ist nichts drin. Willst du mich verarschen? Oh, fuck. Achso. Ich dachte schon. Da ist jetzt das Alien, weil der Rauch rauskommt. Dabei habe ich einfach nur die Lüftungszufuhr ausgeschaltet. Und das ist so ziemlich ein bisschen dämlich gewesen. Aber was willst du machen? So, da hinten ist noch so ein Androide. Und das sind noch mehr Androiden. Alles voller Androiden. Ich muss zur Kommunikationszentrale. Es ist dringend. Das ist ein eingeschränkter Bereich. Es ist ein Notfall. Verstehen Sie denn nicht, was hier los ist? Apollo hat die Lage unter Kontrolle. Wer ist Apollo? Ihre Anmeldung ist gleich abgeschlossen. Ja, alles vergessen klar. Sie's. Ich komme schon selber rein. Ja, ich bin auch nett, weißt du? Hallo. Arschkeks. So. Davon würde ich abraten. Ja, ist okay. So, wir gehen jetzt mal nicht den eigentlich normalen Weg. So. Laufen schön langsam, dass ja kein Alien kommt, weil es uns ja hört. So. Say hello to my little friend. So, eiskalt durchlaufen. Suche Ethanol-Ladungspack-Sensor. Geh mir nicht auf den Kack. So, Bewegungsmeld... Oh yeah. Eine Art Tracker. Ein Art Tracker. Er wurde modifiziert. Für das Alien. Vermute ich doch jetzt mal. So. Leer halten, um Bewegungsmelder zu nutzen. Oh Gott, das will erschreckt mich doch nicht so. Nee. Nein, kein Problem. Kein Problem. So. Der hat mich jetzt gerade schon ein bisschen erschreckt. Aber nur ein bisschen. Ich drücke jedes Mal Escape. Schlechte Angewohnheit. So, da... Ja. Gut, lasst mich alle in Ruhe. Leuchtfackel mitnehmen. Ganz nützlich. Hallo! Ein Ladungspack. Mein Inventar ist voll. Fick die Henne. So. Brauchen wir doch mal ein Medikit. Lass mich raten, ich habe nichts. Doch, ich habe eins zum einen Medikit. So. Hallo? Ach, wie geht es nochmal? Komponente festlegen. Enter. Da und da. Hier klicken, um zu basteln. Ich habe mir Deckgerät gebastelt. So. Kann ich mir auch Leuchtfackeln? Nein. Ich kann mir nur Medikits basteln. So, jetzt frage ich mich natürlich. Höchstwahrscheinlich kommt es später. Wofür ist der ganze restliche andere Scheiß da? Oh, hä? Suche. Oh, ja, jetzt. Der Sensoren zum Beispiel. Ja, die habe ich jetzt voll und kann nichts mit anfangen. So. Neu verkabeln. Tatütata. So, Beleuchtung ist aktiv. So, gibt keinen anderen... Doch, hier. Es gibt kaum Zugriff. Da haben wir nur noch das Lautsprechersystem. Und, yo. Naja, die Luftreinigung lasse ich mal aktiv. Die Beleuchtung, ja, wegen dem coolen Feeling. Und was bringen mir die Kack-Lautsprecher? Ohne Scheiß. So. Okay, gut, machen wir es doch mal so, wie es eigentlich vorgesehen ist. Wir gucken noch mal auf den Terminal nach, weil ich habe echt keine Ahnung, wo ich hin muss. So, Türnicher müssen wir es überbrücken. Ja, da bin ich schon drauf gekommen. So, wir wollen Ihnen eine neue Welt zeigen. So, Huge, ich habe ein neues manuelles Schloss an die Tür nach oben angebracht, um Unfälle zu vermeiden. Alles klar. Oh, dieses Escape, gell? So. Ja, super. Wie komme ich damit echt nicht zurecht? So, probieren wir das Ding mal aus. Es funktioniert auf jeden Fall. Hoffentlich ganz gut, weil es ist gerade kein Mensch in der Nähe. Oder was auch immer so aussieht wie ein Mensch, oder... Was nicht so aussieht wie ein Mensch und total gefährlich ist, wenn es auf uns zurennt. Irgendwie habe ich mir das Alien schreckhafter vorgestellt. Ich meine, es ist vorhin auf mich zugerannt und innerlich habe ich mir gedacht, oh nein, ja, super, ne, aber...
Oh, immer dieser Kacksensor, was tue ich, was ich tun muss. So, Nightmare und Mackie, ihr schaut mir zu, oder zumindest einer von euch, falls ihr mich hören könnt, ja. Dann schreibt mir, was ich tun muss. Ich cheate jetzt ein bisschen, frag Leute, die es schon durchgespielt haben. Hören wir uns doch den Scheiß mal an. Falls du das hörst, ich bin auf dem Weg zu Seekson Communications. Ich hab dich nicht geweckt, weil ich weiß, dass du versucht hättest, mich aufzuhalten. Du musst verstehen, dass das unsere einzige Chance ist. Jemand muss den Funk wiederherstellen. Wir müssen sicherstellen, dass die entsprechenden Behörden zu Hause darüber Bescheid wissen, was hier vor sich geht. Keine Sorge, ich werde zurückkommen. Ich werde dich und Claire nicht zurücklassen. Alles klar, dann mach ich doch einfach mal Luftreinigung aus, aus, aus. Ja, hab alles ausgeschalten und jetzt? Sieht wieder alles so aus, als würde gleich das Alien kommen. Es kommt aber nicht. Gott sei Dank, weil wir sitzen hier so ziemlich in einer Sackgasse.